Bin mal kurz AFK. Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Valera versus Anduin. Valera versus Anduin. Im Schiff Sepp, wir haben Sprint, das keine Sau braucht. Haben wir Headcrack? Jawohl, wir haben Headcrack. Wir haben Headcrack und er hat's nicht. Wir haben Headcrack und er hat's nicht. Ich weiß, das wollen alle, dass wir gegeneinander spielen, aber. Eine 1-4er Spieler ganz zu Beginn. Frühling kommt, dann schenk ich dir Tulpen aus Amsterdam. Ist in Ordnung, ja. Das wird aber wieder besser, habe ich gehört. Ja. Was denn? Ja, alles. Du kannst jetzt schon seppen, ne? Dann verliert er nämlich die Bass. Ja, ich weiß, habe ich ja schon gemacht. Everything done. Everything done. Headcrack! Ja, vor allem das Headcrack macht jetzt halt 3 Schaden, ja, nicht 2. Weißt du? Das hätte ich mir aufgehoben, die Waffe. Ich würde mir die nach Möglichkeit aufheben, weil. Der hat den Buff nochmal! Fuck you. Das ist jetzt doof. Weil du dann halt finishen kannst. Nö, mag ich nicht. Immer eine Waffe, zweimal Deadly Poison, müsste gehen, ne? Dann kannst du ihn finishen, nein, oder? Nein, kann nicht zweimal Deadly Poison. Achso, ja, das hätte ich machen, aber ich habe ihn anders gefinisht. Ja, aber da ist auch ein Assassinate für vergoofelt, ne? Ja, habe ich. So, Moment mal, wir haben jetzt einmal diesen hier. Einmal diesen hier. Der Orkolyt muss weg. Einmal diesen hier. Einmal diesen hier. Ich überlege gerade, ob ich mir den Kobold wieder auf die Hand. Nein, das mache ich nicht. Ja, aber jetzt hast du eine Einheit von ihm stehen lassen. Das ja, hättest du verhindern können. Ja, hätte ich machen können. Dann hätte ich aber keinen Headcrack ausspielen können für 4 Damage. Das macht aber nichts. Dafür hätten deine beiden Einheiten überlebt. Es sei denn, er nimmt einen Killspell, aber dann ist er halt ein Killspell los. Schau mal, was er macht. Da geht man mit seinen Pluskarten so tierisch am Sack, ja? Ja. To all enemy minions, deal 2 damage. Das ist ein bisschen wenig, das bringt mir da nix. Leckt das bei mir gerade total, der Stream. Muss den nochmal erfinden. Oh,
Hoffentlich war das nicht dumm. Ich hoffe. Was hast du nur gemacht? Ich habe ihn mit den einen mit der Waffe gefinisht. Und oh Gott. Ja. So, guter Rat ist gerade sehr teuer. Ich kann den jetzt wegmachen. Was ich im Prinzip auch machen muss, leider. Bin in 6-6, ja? Ja, also ich muss natürlich. Ja. Und noch. Nee, Fell of Knives kannst du nicht. Ich muss ein Headcrack spielen. Ja, ist glaube ich aber gar nicht mehr so schlecht jetzt gewesen, die Runde. Das Problem ist halt, das ist halt ein Priest, ja. Der, ich weiß nicht, wie viele Buffkarten der noch rumliegen hat. Was macht denn die Unit da bei ihm, diese eine? Jedes Mal, wenn ein Charakter geheilt wird, dann macht die plus 1, plus 0. Siehst du? Das passiert dann. So. 5, 2, 3 geht sich nicht aus. 5, 3. 5, 8, da kann ich Hattrick nicht mehr spielen. Du könntest die beiden Spell Damage Units mit Hattrick spielen. Ja, bringt das was? Nein. Ich kann nicht an dem vorbei angreifen. Ah, ne, ja, okay, dann genau, finish ich den lieber. Nee, finish den lieber. Finish den lieber mit Fan of Knives. Also Fan of Knives und, ich fürchte fast, du wirst den Ogre opfern müssen. Ich glaube auch, dass ich den lieber opfer. Nächste Runde Sprint ist schon mal gut. Oh. Gut. Ja, oh ja, sonst heilen wir den und das ist ganz behindert. Mein Hund. Ich hätte Headcrack vorher spielen müssen. Ach, das war ärgerlich jetzt. Ja. Warum denn? Naja, weil ich mit Headcrack dann noch einen Schaden mehr gemacht hätte. Ach, einen Schaden mehr, klar. Damn. Soll ich nochmal angreifen? Ich glaube, ich hebe mir das sicherheitshalber auf. Heb dir das auf, für den Fall, dass du ein Unit spielst und dann damit finishen kannst. Gott, interessant, ja. Jetzt hast du schon wieder so eine Taunt-Kreatur. Ja, aber du hast Sprint, ne? Also. Okay. Wobei, ich könnte jetzt natürlich 3, 5, dann macht mein Headcrack schon 5 Schaden. Er kann mit der 1 immer gut, wenn er keine davon direkt killen, ja. Was meinst du? Ich glaube, ich würde Spin spielen. Meinst du wirklich? Draw 4 Cards? Glaube, ich würde es machen. Zieh Sprint, ja. Deal 4 Damage to an Enemy Hero, okay. So. Warte, wie viel hast du noch? 3. 1, ich kann Headcrack und den Damage 4. Das werden wir machen. So, jetzt Headcrack hinterher. Wenn du es mit Sinister Strike hättest überlegen können, auch noch eine Runde zu warten. Wir müssen schauen, was er macht mit seiner Einzimmer. Oder generell, was er jetzt die Runde macht. Ich habe im schlimmsten Fall jetzt noch Vanish, weißt du? Das ich kann ihm jetzt gut. Alle Karten einmal komplett resetten. Das ist sehr und, gut. Und müssen wir schauen, was er jetzt macht. Die 2 Damage, to, okay. Das ist natürlich jetzt ziemlich behindert. Ja, aber dann, das schreit ja quasi nach Vanish. Vanish und Dalaran Mage. Obwohl, dann kannst du keinen Headcrack mehr spielen. Das ist natürlich ein Leckerli. Die Assassin's Blade, aber die kriegst du nicht in der gleichen Runde raus. Aber nächste Runde. Aber wenn ich Vanish spiele, spielt man dann hinten nach gleich wieder die 2 Achter aus. Das ist ein Nachteil an der Sache. Ja. Ich bin halt jetzt echt gerade versucht herzugehen und zu sagen, ich spiele den Azur Drake, den Dalaran Mage und hau ihm 4 mit der Ding in die. Mach. So mach, du kannst Vanish immer noch spielen. Oh. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Da kann ich nämlich zumindest. Ja, ich kann zumindest die eine Kreatur da töten, wenn ich will. Wie viele Punkte hast du die hier? 3, 3er.
Kostet mir nichts, ist nur Nuller. Ja, mach so platt. Er hat ja nicht mehr viel auf der Hand, mach so platt. Und spiel dann noch Headcrack. Genau, genau, genau. Es sind 30 Karten in einem Deck, ja? Vollkommen richtig. Habe ich schon erwähnt, dass ich wieder heilfroh bin, endlich wieder mein Steelseries Headset zu haben? Ja, das ist natürlich jetzt doof, ja? Dass man die einfach sieht. Ist aber nicht so wirklich schlimm. Schauen wir mal. Destroy an Enemy Minion. Das kommt ziemlich gelegen, muss ich sagen, diese Karte. Ja, aber du hast ja noch Assassin's Blade, du kannst Headcrack spielen. Ja, ja, und warte. Ich töte ihn jetzt in der Runde. Oh, er gibt auf. Well played.